Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid gut drauf. Ich bin richtig gut drauf, weil meine Haare sind jetzt endlich wieder brünett und nicht mehr so komisch blond. Ich war leider sehr, sehr unzufrieden damit und ja, jetzt sind sie wieder sehr schön, so wie vor 3 Monaten und ich bin einfach nur mega happy. Was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch die Farbe? Ich hoffe gut. Wenn nicht, ja, schreibt es auch ruhig in die Kommentare. Und ja, der Hauptgrund, warum ihr heute wahrscheinlich eingeschaltet habt, ist einfach, dass ihr heute meine Mai-Favoriten sehen werdet. Es sind nur ein paar Produkte, aber gut, irgendwie hatte ich in den letzten Monaten nicht so viel Zeit bzw. Möglichkeit, mich zu schminken oder extrem viele neue Produkte auszuprobieren. Deswegen zeige ich euch heute wirklich nur die Produkte, die ich im Mai sehr, sehr oft verwendet habe und auch wirklich geliebt habe. Also falls ihr gerne wissen möchtet, welche Produkte meine Mai-Favoriten sind, dann bleibt gerne dran und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Gut, und dann beginne ich auch gleich mal bei den Gesichtspflegeprodukten, beziehungsweise ich habe sowieso nur eines. Und zwar ist das von Balea die Gesichtspflege Magic Summer. Und zwar ist das, wie der Name schon sagt, eine Gesichtspflege mit sanftem Bräunungseffekt für helle bis mittlere Haut. Und die soll halt eben die Haut auch ohne Sonne sommerlich strahlen lassen und so ein bisschen Bräune verleihen. Ich war jetzt schon länger auf der Suche nach so Bräunungscremes oder Sprays für das Gesicht. Das ist ein Produkt davon, das ich mir in den letzten paar Wochen zugelegt habe. Und ich muss sagen, bis jetzt finde ich diese Creme eigentlich am besten. Die verleiht zwar nicht instantly, also wirklich nach der ersten Anwendung Bräune, aber man sieht das, also ich verwende die immer morgens, also über den Tag, kann die dann gut einwirken und man merkt einfach so nach ein paar Tagen, also ich würde jetzt so sagen, so nach circa 3-4 Tagen merkt man, okay, man wird brauner, aber es sieht immer noch natürlich aus. Ich hatte überhaupt keine Flecken oder Streifen. Man kann diese Creme sehr gut und gleichmäßig auftragen, braucht auch nicht allzu viel davon, ich verwende immer zu viel, aber trotzdem zieht die auch relativ schnell, also auch wenn man zu viel verwendet hat, in die Haut ein. Und ich mag das Ergebnis einfach, das ist nicht so eine übertriebene Bräune, also die kann man sich wirklich schön langsam aufbauen und dabei sieht das Ganze auch natürlich aus. Und das war es dann auch schon aus der Abteilung Gesichtspflege. Ich habe dann noch, ich will mal sagen, 2 Körperpflegeprodukte. Also eigentlich sind es 2 Deos. Und so das erste hier ist von Nadeos in der Richtung Zitrone. Und zwar sind das Bio-Deos. Die sehen eigentlich aus wie so eine Creme, sind aber fest. Und ich nehme da immer nur so ein bisschen was mit dem Nagel runter. Also ich kann euch das mal zeigen. Also ich nehme da ungefähr so viel für eine Achsel. Und Leute, also da könnt ihr schwitzen den ganzen Tag. Man riecht nichts. Also natürlich schwitzt man, also das verstopft jetzt nicht die Poren, sodass man überhaupt nicht mehr schwitzt. Das tut das nicht. Also finde ich auch ganz okay, weil ich glaube, das ist nicht so gesund, wenn irgendein Produkt die Poren verstopft oder die Schweißdrüsen. Aber der Geruch ist komplett weg. Also selbst ich war jetzt wirklich die letzten paar Tage im Büro und es war so warm, mein Auto hat schon eine Klimaanlage, die ist leider kaputt und ich habe geschwitzt, also wirklich extremst nichts. Ich habe am Abend dann noch Workouts gemacht, nichts. Also auf diese Deos kann man sich wirklich verlassen. Das ist jetzt mein zweites. Ich hatte davor eines in der Duftrichtung Patchouli. Das fand ich super, also den Geruch liebe ich. Nur das Problem ist, das war von der Konsistenz, also das war nicht weiß, sondern so bräunlich. Das Problem war, bei weißen Kleidungsstücken, also bei weißen T-Shirts, hat man das dann extrem gesehen, wenn man geschwitzt hat. Also natürlich geht das Deo so ein bisschen auf die Kleidung über und dann hatte man einfach so bräunliche Ränder. Sah dann nicht so gut aus, deswegen bin ich umgestiegen auf Zitrone. Das riecht auch sehr gut, ist weiß, wie ihr sehen könnt, und hinterlässt deswegen keine Ränder. Und dann habe ich noch ein Deo für mich entdeckt. Also ich verwende die dann immer so abwechselnd. Und zwar ist das ein Deo-Puder von Lush. Und ich habe mir das bestellt, weil ich ein Puder als Deo eigentlich sehr interessant finde. Ich kannte das davor nicht. Also ich kenne bis jetzt immer nur diese Deo-Roller, Deo-Sticks und eben diese Deos hier. Ich probiere das mal aus.
Und ich muss sagen, also es riecht sehr kräuterlastig, also nach, ich glaube, ja, Thymianöl, Salbei, Teebaum. Und man soll so ein bisschen was auf die, ich gebe es mir jetzt nicht drauf, weil ich es nicht verwenden kann, aber so ein bisschen was auf die Handfläche geben, die Handflächen ineinander verreiben und dann gibt man sich das einfach unter die Achsel. Es funktioniert wirklich ganz gut, also das Deo hält dann auch, man sieht es nicht, also das ist dann komplett transparent. Das Problem ist, es ist ein bisschen messy, wenn man das verwendet. Also mir passiert es dann meistens, wenn ich da so herumreibe, dass ein bisschen was am Boden fällt und dann hat man eben diesen Puder- oder Deo-Staub einfach am Boden. Da ist dieses Deo hier wirklich ein bisschen leichter zu handhaben. Aber ich muss sagen, ich finde das auch wirklich super gut. Also da kann man auch extrem viel schwitzen und man riecht nichts. Bis zu einem gewissen Grad aber. Also wenn man dann Sport treibt, also wirklich intensiv Sport, dann kommt es ab und zu mal vor, dass man merkt, okay, das Deo ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so ausreichend. Das passiert bei dem hier nicht. Aber ich fand es trotzdem gut, weil das verstopft auch wieder nicht die Schweißdrüsen. Also man schwitzt schon. Vielleicht ein bisschen weniger als wie beim anderen Deo. Also ich fand das wirklich sehr gut. Das ist auch eine super Alternative zu dem Nah-Deo. Also hat definitiv seine Daseinsberechtigung in diesem Video hier. Und das war es jetzt auch schon aus der Abteilung Körperpflege. Jetzt habe ich nur mehr Make-up-Produkte für euch. Und als erstes habe ich hier die Sky High Mascara von Maybelline. Und ja Leute, also das ist die Mascara, da könnt ihr es gleich sehen, die ich heute oben habe. Also ich hoffe, man kann das gut erkennen. Also die gibt wirklich sehr gut Länge, so ein bisschen Volumen, aber der Fokus liegt bei der wirklich so auf dem Wimperntrennen. Also die Mascara hat mich wirklich schon von der ersten Sekunde an geflasht, weil, wie gesagt, ich mag das Ergebnis, ich mag so gern getrennte Wimpern, ich finde das so unglaublich schön. Vor allem mit dem Bürstchen kann man dann auch sehr schön die unteren Wimpern tuschen und auch von der Konsistenz her oder von der Formel her finde ich die einfach super, weil die hält den ganzen Tag, die bröselt nicht ab, man hat dann keine schwarzen Pünktchen unter dem Auge. Also wirklich eine der besten Mascaras. Die kann ich euch definitiv ans Herz legen, wenn ihr auch gerne lange und getrennte Wimpern habt. Und dann habe ich hier noch so einen All-Time-Favorite von mir. Also ich glaube, dieser Primer hat es schon in die letzten 5 Favoriten-Videos geschafft. Und zwar ist das der Tensational Primer von Catrice. Den habe ich bei der lieben Steffi vom Kanal Steffi Loves Beauty gesehen. Also die hat von dem so geschwärmt. Ich musste den dann natürlich auch haben. Und ja, Leute, Steffi hatte wirklich zu 1000% recht. Also ich liebe auch meine anderen Primer, die ich so habe, aber der kombiniert einfach alle. Also wie der Name schon sagt, der kann 10 verschiedene Dinge. Also natürlich, er soll das Gesicht auf das Make-up vorbereiten, das Make-up langanhaltender machen. Der hat einen Lichtschutzfaktor von 15 drinnen, minimiert Poren, lässt das Gesicht strahlen. Das sind nur einige von den Dingen. Aber es stimmt wirklich, also die Poren sind minimiert, das Gesicht strahlt und jede Foundation, selbst wenn ich die nicht so gut fand, Foundation in Kombination mit diesem Primer und das Ergebnis gefällt mir auf Anhieb. Also ich weiß nicht, was in diesem Primer drinnen ist, aber er wirkt. Also für mich persönlich wirkt er wirklich, ich finde den super toll, man kann ihn auch ohne Foundation darüber verwenden. Also nur um sein Gesicht vielleicht ein bisschen weich gezeichneter und perfekter wirken zu lassen. Und dann habe ich hier noch so ein Produkt, das ich schon seit Jahren verwende. Und zwar ist das von Catrice hier der Clean ID Concealer. Also eigentlich, wenn man ganz korrekt sein muss oder möchte oder wie ich immer, verwende ich nicht dieses Produkt hier seit Jahren, sondern den Liquid Camouflage Concealer. Aber im Endeffekt heißt der Concealer jetzt nur ein bisschen anders, weil der zu 97% natürliche Inhaltsstoffe beinhaltet und der Liquid Camouflage Concealer nicht. Der Unterschied ist einfach nur der Name, weil das Produkt ist eigentlich dasselbe. Also ich kann euch das hier zeigen. Der ist nur ein paar Nuancen heller, aber das ist einfach der Liquid Camouflage Concealer. Ist halt ja, nicht so toll, beziehungsweise hat einfach nicht so tolle Inhaltsstoffe offensichtlich. Aber von der Wirkungsweise und auch von der auch was auf der Verpackung oben steht, können die genau das Gleiche. Der passt eigentlich derzeit perfekt zu meiner Foundation. Übrigens, das ist auch der Concealer, den ich heute oben habe.
Und wie diese normalen Liquid Camouflage Concealer ist der einfach super gut deckend und vor allem der ist auch von der Konsistenz her sehr cremig, trocknet dadurch auch nie meine Haut aus, selbst wenn ich den mit so ein bisschen Puder sette. Also wirklich ein richtig toller Concealer zu einem extrem günstigen Preis. Also ich glaube, der kostet so um die 3,90 € oder so. Also soweit ich weiß, unter 4 €. Und dann geht es auch schon weiter mit einem Bronzer. Und zwar ist das der Physicians Formula Butter Bronzer in der Farbe Bronze. Das ist so einer meiner liebsten Bronzer, weil der einfach richtig schön braun ist. Der hat nicht so einen Orangestich. Apropos, den habe ich heute auch oben. Ich finde, das sieht immer so extrem natürlich aus. Das Gesicht wirkt so ein bisschen sonnengeküsst, aber nicht too much. Das ist wirklich so eine Konstante in meiner Make-up-Sammlung. Also das ist wirklich so ein Bronzer, auf den ich immer wieder zurückgreife, wenn ich gerade keinen neuen habe zum Austesten oder gerade einfach keine Lust habe, einen anderen zu verwenden. Und dann geht es auch schon weiter mit einem Oldie but Goodie. Und zwar ist das von Origins hier die Vitasing Gesichtscreme. Eine normale Gesichtscreme, aber die ist wie so eine BB-Creme, also die hat so ein bisschen Farbe drinnen. Und ich finde die einfach für den Alltag richtig genial, weil das ist so eine typische BB-Creme, also die hat wirklich eine sehr, sehr leichte Deckkraft, aber ich finde, sie ist einfach ausreichend für den Tag, also überhaupt für den Alltag, wenn man jetzt zum Beispiel nur ins Büro muss. Die ist, wie gesagt, nicht extrem deckend, aber sie kaschiert die Poren eigentlich ganz gut, kaschiert so ein bisschen Rötungen. Klar sieht man die noch durch, aber ich finde, das sieht dann einfach schöner aus, aber trotzdem noch natürlich. Lasst euch am Anfang nicht irritieren, also die ist weiß. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Upp. Oh je. Okay, ich zeige euch das jetzt gleich. Die ist weiß. So. Und hat so kleine Kügelchen drinnen, glaube ich, die dann einfach aufgehen, wenn man die in die Haut einarbeitet. Ihr könnt es sehen. So. Die beginnt dann einfach mit der Haut zu verschmelzen. Also ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Hier ist die BB-Cream. Die ist ein bisschen dunkler, aber derzeit passt sie eigentlich ganz gut zu meinem Hautton. Und ja, Leute, ich schaue mich gerade um, aber das war es jetzt schon. Mehr Produkte habe ich leider nicht mehr für euch, zumindest für heute nicht. Mal schauen, wie das dann in meinen Juni-Favoriten ist. Und ja, Leute, ich hoffe wie immer sehr, dass euch das Video gefallen hat. Falls dem so ist, gebt auf dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, das ist natürlich kostenlos. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!